Und genau darüber spreche ich jetzt mit Andreas Wolf von DAX Bulletin. Hallo Herr Wolf, die Siemens-Aktie, die kann heute ja deutlich zulegen. Grund eben, Siemens verkauft die Hälfte von Nokia Siemens Networks an Nokia. Kaufpreis 1,7 Milliarden Euro. Wie beurteilen Sie denn den Deal? Zum einen für Siemens, aber auch für Nokia. Ja, hallo, schönen guten Tag. Na, der Deal ist schon sehr vorteilhaft für beide Unternehmen. Zunächst mal natürlich auf jeden Fall für Nokia, weil das Unternehmen die 50% von Siemens doch wesentlich günstiger bekommen hat, als das angenommen oder herausgerechnet worden ist. Die ursprüngliche Kaufsumme, die ist so vermutet worden zwischen 2,5 und 3 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind es eben 1,7 Milliarden US-Dollar und das ist schon eine schöne Einsparung für Nokia auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schadet es natürlich Siemens überhaupt nichts, dass sie jetzt diesen Discount gegeben haben, weil sie sich von der Sparte hintrennen wollten, sie zum Unternehmensergebnis zwar sicherlich positiv beigetragen hat, aber wenn man natürlich sieht, was für Ressourcen und das bindet bei Siemens, dann ist der Einspareffekt, den man dadurch hat, wenn man sich auf andere Geschäftsbereiche stärker konzentriert, natürlich wesentlich höher. Und so ist das dann reflektiert auch an der Börse. Die Siemens-Aktie, die zeigt sich im Moment ja äußerst volatil. Ist denn die Aktie für Sie aktuell ein Kauf? Naja, das hängt natürlich immer davon ab, von welchem Blickwinkel man das aus betrachten mag. Also die Aktie ist schon seit einiger Zeit in so einem Korridor zwischen 68 und 86 Euro. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, dann ist sie noch so ganz in der Mitte davon. Und je nachdem, wenn man jetzt die konjunkturelle Entwicklung und auch diese Restrukturierungsfortschritte für Siemens einschätzt, kann man dann natürlich sagen, okay, bei 77, 76 Euro wäre sie mit Sicherheit wieder im Kauf, weil sie sich tendenziell eher nach oben schiebt. Für Siemens ist natürlich extrem wichtig, dass zum Beispiel das Amerika-Geschäft wieder stärker in Gang kommt, was sich durch den, ja, ich sag mal, leicht abfallenden Forschung in den USA vielleicht auch darstellen könnte. Das wäre für Siemens sicherlich sehr positiv zu sehen. Vor dem Hintergrund wäre dann natürlich auch wichtig, dass eben dieser Bereich um 85 Euro dann auch mal nachhaltig überschritten wird. Und wenn das der Fall ist, dann sind die da in dem von Ihnen gebrachten Bericht genannt Kursziel 9500 Euro auch durchaus realistisch. Nokia zahlt ja rund 1,2 Milliarden Euro in bar und erhält von Siemens ein Darlehen von 500 Millionen Euro. Werden die Finnen das denn stemmen können? Was denken Sie? Ja, ich denke schon, dass sie das stemmen können, weil die Geschäftsentwicklung bei Nokia jetzt nicht so dramatisch schlecht verlaufen ist, wie das jetzt eigentlich so dargestellt worden ist durch die Presse. Und das Unternehmen verdient nun bei weitem nicht mehr das, was es eben vor 6 oder 10 Jahren verdient hat, als es die Nokia-Handys sozusagen noch eine Lizenz zum Gelddrucken waren, sind sie eben heute nicht mehr. Und durch den Kauf dieser Hälfte der Netzwerksparte sozusagen stellt sich das Unternehmen ja auch auf eine andere Säule stärker auf. Das ist sehr, sehr positiv zu sehen, weil eben der Smartphone-Bereich zwar immer noch bedient wird, aber ob man da in Zukunft eben wieder stärkere Anteile gewinnen kann, wie das zuvor Zeiten mal war, das bleibt schon zu bezweifeln. Also man kann sicherlich Marktanteile wieder zurückgewinnen, aber sicherlich nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher mal war, wo man sicherlich dominierend am Markt war. Insofern ist das sehr, sehr positiv und ich denke, dass das Unternehmen vor dem Hintergrund natürlich auch noch einer positiven Liquiditätslage aufstellen kann. Andreas Wolf, dann besten Dank für die Einschätzungen.